Hallo, am Freitag mache ich noch ein kleines Video. Es ist Abend, Nachmittag bin ich eine Runde Rennrad gefahren, ein bisschen trainiert. Und danach habe ich der Helmut besucht. Wir haben ein kleines Projekt besprochen, das in näherer Zukunft mal steigen wird bei uns. Es sind drei YouTuber beteiligt. Wir machen zusammen ein Filmchen, so viel kann ich schon mal verraten. Aber das kommt erst noch. Und jetzt habe ich mir entschlossen, dass ich noch ein kleines Filmchen mache. Ich habe vor längerem vom René ein Päckchen bekommen und der hat mir einen Schmalzler geschickt. Und zwar den Schmalzler SF. SF steht für Südfrucht, so viel kann ich schon mal verraten. Der René hat den öfters mal geschnupft, wie er bei der Bundeswehr war. Und es kommt von der Küste, ein bayerischer Schmalzler zu mir. Und den muss ich jetzt natürlich gleich testen. Ich kenne den nicht, den SF Südfrucht hört sich total interessant an. Ein Schmalzler mit einem Südfruchtaroma. Ich habe mir nachgeschaut, das sind 100 Gramm, das ist eine gewaltige Packung. Die sollte mir eigentlich das ganze Jahr reichen. Und der ist aus Brasil-Tabaken gemacht, mit Bananen- und Schokoladenaroma, wie man so lesen kann. Doppelt fermentiert, tiefdunkelbraun, mittelgrob und von milder Stärke, ohne Menthol. Den mache ich jetzt auf, der ist noch original versiegelt und ich bin echt gespannt, wie die Pries schmecken wird. So eine richtig schöne, fette Packung. Riecht schon mal interessant. Ich habe mir auch hier so eine Schnupftabaksdose hergerichtet mit Magnetverschnappverschluss, dass ich mal was abfülle, weil immer aus der Großpackung raus ist unpraktisch. Ich werde mir jetzt gleich mal was umfüllen hier. Haben wir so einen Löffel hergerichtet, da werde ich mal was umlöffeln von dem Schmalzler. Schmalzler, das ist eigentlich der traditionelle bayerische Schnupftabak. Ohne Menthol. Machen wir die Dose mal voll. Und stellen wir uns da so ein Pries auf dem Handrücken auf. Das wird locker langer für meine zwei Nasenlöcher. So Riesenmengen schiebe ich eigentlich nie auf. So, jetzt haben wir es. Jetzt schauen wir mal, ob wir da eine Südfrucht rausschmecken. Ja, er schmeckt schon wegen all anders wie so ein ganz normaler Schmalzler. Was ich ein bisschen rausschmecke, ist tatsächlich das Bananenaroma und ein bisschen die Schokolade. Das stimmt also, wie das beschrieben worden ist. Ist mild. Also ist jetzt nicht so wie bei so einem Menthol-Schnupftabak, wo man gleich den riesen Niesanfall kriegt bei der ersten Pries. Ich glaube, der ist auch gut für Anfänger geeignet, die das mal probieren wollen. Kommt tatsächlich sehr, sehr dunkel daher. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Doppelt fermentiert. Kommt mir sehr entgegen, schmeckt mir sehr. Wird mich die nächsten Tage begleiten. Ab und zu mal Pries. Rauchfreier Tabakgenuss. Ich sage nochmal danke René für die Riesenpackung. Die reicht mir wirklich ewig. Null Reizung jetzt hat irgendwo an der Nasenschleimhaut. Sehr verträglich. Kriegt einen Daumen nach oben. Ist mein Ding, kann man so sagen. Ich sage danke fürs Zuschauen, für das kurze Review. Machen wir es nochmal so, dass man es richtig sieht. Wir sehen uns
demnächst, am Wochenende wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.